Hallo, wir sind im Bundesamt für Strahlenschutz und bereiten gerade eine Messung vor. Heute geht es uns einmal um das elektrische Feld. Das elektrische Feld entsteht überall dort, wo Ladungen vorhanden sind. Das ist in der Natur praktisch überall der Fall. Elektrische Felder entstehen aber auch in der Umgebung von Stromleitungen. Und zu so einer fahren wir jetzt mal hin. Los geht's! Die Spannung an dieser Stromleitung beträgt 380.000 Volt. In der Nähe bildet sich das elektrische Feld aus und das wollen wir jetzt messen. Die Messwerte nehme ich in kleinen Abständen auf, denn mit jedem Meter zur Seite wird das elektrische Feld schwächer. Personen beeinflussen das elektrische Feld. Deshalb halte ich selbst Abstand zum Messkopf. Da, wo sich Menschen dauerhaft aufhalten, darf das elektrische Feld festgelegte Grenzwerte nicht überschreiten. Vor gesundheitsrelevanten Wirkungen ist die Bevölkerung somit geschützt. In die Häuser dringt das elektrische Feld übrigens kaum ein, weil die Baumaterialien das elektrische Feld abschirmen. Wir sind zurück und die Messdaten müssen wir jetzt noch auswerten. Wenn man über das elektrische Feld spricht, ist das manchmal schwierig, weil man das eben nicht sehen kann. Mit den Messdaten aber können wir das Unsichtbare sichtbar machen. Im Bundesamt für Strahlenschutz nutzen wir diese Messungen in unserer Kommunikation.